Ja, herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Heute mal mit einem etwas speziellen Video oder einer, sage ich mal, Kapitänsvorstellung der etwas anderen Art. Denn ich bin für euch heute mal wieder unterwegs. Wir werden einen Kapitänleutnant besuchen, der euch allen bekannt sein dürfte. Und ich bin mal wieder für euch unterwegs. Ich zeige euch mal was in die Kamera. Ja, und jetzt könnt ihr schon mal raten, wer das sein könnte. Er war Kapitänleutnant der SMS Emden, die Emden, eines der berühmtesten deutschen Kriegsschiffe aus dem Ersten Weltkrieg und überhaupt. Das Schiff haben wir leider noch nicht im Spiel. Ich hoffe, wir bekommen die Emden mal irgendwann ins Spiel, weil so eine Schiffslegende, die gehört einfach in Legends rein. Und jetzt könnt ihr mal raten, um welchen Kapitänleutnant es sich handelt. Den werden wir gleich besuchen. Und ich werde euch auch gleich ein bisschen was zu dem Kapitän erzählen. Also bis gleich. Ja, meine Freunde, also mal eine etwas andere Kapitänsvorstellung, als ihr sie sonst gewohnt seid. Oder so viele habe ich ja noch nicht gemacht auf meinem Kanal. Aber ich wollte das mal ein bisschen auflockern. Also die Auflösung, wo ich war, die gibt es dann am Ende des Videos. Ja, um wen geht es heute? Es geht um ihn hier, um Karl von Müller, unserem Kapitänleutnant der Emden. Ich habe jetzt mal die Dresden hier reingepackt in den Hafen. Ja, die Emden haben wir leider noch nicht im Spiel. Aber die Dresden ist ja das Schwesterschiff der Emden. Insofern, ja, so ungefähr sah die Emden aus. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht um Kapitän Karl von Müller. Und ja, eine etwas andere Kapitänsvorstellung. Ja, Karl von Müller wurde am 16. Juni 1873 in Hannover geboren. Karl von Müller wurde dann am 10. Juli bis September 1912 Admiralstabsoffizier der Hochseeflotte und anschließend bis April 1913 war er dann im Reichsmarineamt tätig. Im Mai 1913 wurde er zum Kommandanten des kleinen Kreuzers der SMS Emden ernannt, der damals Teil des Ostasiengeschwaders unter Konteradmiral Maximilian von Spee war. Nach Beginn des Ersten Weltkriegs führte Karl von Müller Kreuzerkrieg im Indischen Ozean. Er wurde dann mit der Emden zum erfolgreichsten Handelsstörer des Ersten Weltkriegs. Durch die SMS Emden wurden allein in 2 Monaten 16 britische Handelsschiffe versenkt und weitere 7 Schiffe wurden aufgebracht. Ein großes Öllager auf Madras wurde zerstört und der russische Kreuzer Tschemtschuk sowie der französische Zerstörer die Mousquet wurden versenkt. Bei dem Versuch, auf den Kokosinseln eine Kabelstation zu zerstören, wurde die Emden vom australischen Kreuzer Sydney dann überrascht und völlig zusammengeschossen. 133 Besatzungsmitglieder kamen dabei ums Leben und 202 Mann, darunter auch unser Karl von Müller hier, gerieten dann in Gefangenschaft. Die Gefangenschaft verbrachte er in Malta, England und dann später auch in Holland. Als er nach Deutschland zurückkehrte, wurde er Abteilungschef im Marinedepartement des Reichsmarineamtes. Am 1. Oktober 1918 wurde er zum Kapitän zur See befördert. Ja, mit dem Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreichs reichte Karl von Müller dann am 11. Januar 1919 seinen Abschied ein. Er wurde dann Abgeordneter im Braunschweigischen Landtag. Ja, und mit einer fiebrigen Erkältung fuhr er dann 1923 zu einer Landtagssitzung und verstarb dann dort an einer Lungenentzündung am 11. Mai 1923. Karl von Müller war wegen seiner Ritterlichkeit und Kühnheit und auch gerade von den Gegnern deshalb hochgeachtet. Er hinterließ dann eine Frau und 2 Töchter. Ja, soweit ein bisschen zur Biografie von Karl von Müller. Basisfähigkeit hat er tüchtig. Höchstgeschwindigkeit für Kreuzer geht da hoch. Wie habe ich meinen Karl von Müller geskillt? Und zwar habe ich drauf den Norman Scott, der die Präzision verbessert und hier nochmal die Reichweite nochmal verbessert. Also unseren Nikolai Kusnetzow habe ich drauf.
Ansonsten hier nochmal Reichweite geskillt. Dann im zweiten Perk die Wahrscheinlichkeit, einen Brand mit Sprenggranaten zu verursachen. Man könnte jetzt auch auf Erkennbarkeit von Torpedos oder Reichweite der Torpedoerkennbarkeit nehmen. Hier habe ich nochmal den Kreuzer AP-Granaten verbessert und hier unten dann die Präzision nochmal verbessert. Und im legendären Slot bin ich dann auf Ladung Verbrauchsmaterial gegangen, plus 1 und Ladezeit des Verbrauchsmaterials dann auf Rang 2. Ihr seht es da, minus 1% Ladung Verbrauchsmaterial, plus 1. Soweit meine Skillung zu Karl von Müller und das Biografische. Und jetzt geht's weiter mit einem weiteren kleinen Thema, was ich mal so mit reinnehmen möchte. Und dazu sehen wir uns gleich. Ja, meine Freunde, jetzt mal etwas zur Auflockerung oder ein bisschen was anderes. Ja, ich habe euch mal hier eine kleine Buchvorstellung mit reingeschnitten. Und zwar habe ich hier drei Bücher vor mir liegen. Also ihr seht auch mal, ich beziehe mein Wissen nicht nur von Wikipedia, sondern ich habe auch tatsächlich viele Bücher da über Schiffe und drei, die sich speziell mit dem Thema Emden und auch Karl von Müller auseinandersetzen. Und die will ich euch mal so ein bisschen vorstellen. Wenn euch das gefällt, so eine Buchvorstellung, dann kann ich mir das vorstellen, auch mal ruhig öfters zu machen. Also schreibt es mal in die Kommentare. Soll ich das mit reinnehmen? Interessiert euch das? Ja, es gibt drei Bücher, die ich habe. Und zwar ein etwas neueres, das ist das hier, SMS Kleiner Kreuzer Emden, zwischen Mythos und Wirklichkeit. Also das Buch beschäftigt sich eher so im Allgemeinen, nicht mit dem Schiff selber schon, aber auch geht es hier um den Mythos, ihr seht's. Also das Ganze drumherum um die Emden. Das Buch sehr allgemein gehalten, da sind jetzt auch so Sachen drin. Also ihr habt da mal ein Foto von der Emden oder auch mal farbliche Sachen hier von der Emden. Das ist hier schon drin. Hier auch nochmal dann hier unser Kommandant Karl von Müller. Aber wie gesagt, da geht es auch zum Beispiel um die Filme, die gedreht wurden um die Emden. Also ja, das ist sehr allgemein gehalten, das Buch. Da ist eigentlich alles drin. Ja, seht ihr auch nochmal ein Foto der zusammengeschossenen Emden, also so sah die aus, als sie zusammengeschossen wurde. Da war also nicht mehr wirklich viel übrig. Also wie gesagt, das Buch sehr allgemein gehalten, ist aber noch ziemlich neu. Ich habe es im Wilhelmshaven gekauft, im Schiffsmuseum, im Museum dort. Das sollte eigentlich noch ohne Probleme zu bekommen sein. Also wer sich da interessiert, so ein bisschen um den Mythos, der kann sich das gerne holen, aber wie gesagt, sehr allgemein gehalten. Wirklich gut ist dieses Buch, was ich euch anfangs des Videos schon in die Kamera gehalten habe. Das gibt es, glaube ich, nur noch im antiquarischen Buchhandel oder bei Amazon. Ich habe es damals bei Amazon gekauft. Und das ist wirklich sehr gut, weil da geht es wirklich um die Emden. Die ganze Geschichte der Emden ist da drin. Da sind auch Farbfotos drin. Hier seht ihr es zum Beispiel auch vom Wrack der Emden. Da seht ihr es. Hier seht ihr zum Beispiel Kanonen der Emden. Also hier sind die Kokosinseln, dort wo das Schiff dann zusammengeschossen wurde. Hier seht ihr zum Beispiel, kann ich euch zeigen, die Schraube der Emden, kann ich es einfangen, hier ein Kondensatordeckel der Emden. Also hier sind auch so Farbfotos drin, hier seht ihr zum Beispiel die Kabelstation, die damals zerstört werden sollte, oder die Reste der Kabelstation, als die Emden von der Sydney überrascht wurde. Also hier, das Buch ist wirklich zu empfehlen, wenn er das noch bekommt. Das kann ich euch nur empfehlen. Wie gesagt, auch viele Farbfotos drin. Auch Karl von Müller ist drin. Das ist sehr interessant.
Dann gibt es noch eine Geschichte zur Emden. Ihr wisst, der Landezug, also es wurde damals ein Landezug abgesetzt, der diese Kabelstation zerstören sollte. Und dann wurde die Emden ja überrascht, aber dieser Trupp, der war ja schon auf der Insel, der konnte also dann nicht zur Emden zurückkehren. Und der hatte wirklich eine abenteuerliche Reise zurück nach Deutschland. Das ist hier in diesem Buch beschrieben. Das ist wirklich richtig gut. Ich habe es noch nicht gelesen, muss ich gestehen. Aber das ist sehr interessant, weil da geht es wirklich um den Landezug, wie die zurückgekehrt sind nach Deutschland. Also wirklich eine sehr abenteuerliche Reise. Da sind auch Bilder drin wieder, wie die Jungs hier ja quer über die über den Globus zurück nach Deutschland sind. Also wer sich dafür interessiert, bei dem Buch muss ich sagen, gibt es auch nur antiquarisch noch. Da schwanken die Preise sehr, also das ist relativ teuer, muss ich sagen. Da müsst ihr mal gucken, wer sich also dafür interessiert. Das ist nur noch schwer zu bekommen. Ich glaube, auf Amazon schwanken da die Preise. Das geht, glaube ich, bis 400 Euro teilweise bei diesen Büchern tatsächlich. Also antiquarische Bücher können richtig teuer sein. Ich hatte damals Glück noch mit dem Buch, weil 400 Euro hätte ich dafür nicht bezahlt. Das muss ich auch sagen. Ja, einfach immer mal schauen. Es wird immer mal auf dem Markt angeboten. Also wer sich da interessiert, das kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich ein tolles Buch. Ja, das sind meine drei Bücher, meine drei Buchempfehlungen zur Emden und Karl von Müller, also wer sich dafür interessiert. Und ich würde sagen, wir machen mal weiter dann im Hafen. Ja, zurück im Hafen, meine Freunde. Die Auflösung gibt es jetzt gleich, wo ich war. Ich will mich vorweg schon mal verabschieden von euch. Wenn euch das gefallen hat, also das Ganze ein bisschen aufzulockern, so eine Kapitänsvorstellung, dann schreibt es mir mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Wollt ihr auch mal ab und zu so eine Buchvorstellung sehen? Dann könnte ich mir das vorstellen, auch öfters zu machen, das mit reinzubringen in die Videos. Also schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wie seht ihr das? Und ja, dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Ich verabschiede mich, bleibt dran, denn es gibt jetzt die Auflösung, wo ich war. Und dann hören wir uns im nächsten Video. Also euch immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und wir hören uns. Euer Playguru. Tschüssi. Ja, meine Freunde, und ihr merkt schon, ich bin jetzt etwas ruhiger, weil wir sind hier am Grab von Kapitän Karl von Müller. Ihr seht da den Kommandanten der SMS Emden. Genau unser Kapitän, den wir auch im Spiel haben.